Danke. Danke, liebe Debbie. Was für eine geile Konferenz. Ich finde es so mega. Und ich möchte dem Peter, ja, Peter, dein Applaus. Ja, ganz großes Danke an Peter und das ganze Team. Mega Arbeit und auch persönliches Risiko, echtes Unternehmertum. Vielen Dank. So, bevor, ja, nochmal Applaus für den Peter. Und bevor ich anfange mit meinem Vortrag, möchte ich eine Warnung aussprechen. Die Warnung ist, wenn ihr diesem Vortrag zuhört, kann es passieren, dass ihr unkontrolliert und in starken Mengen Bitcoin kaufen werdet. Und wir hatten es gerade gehört, Goldbach gestern die Geldmenge und ein ganz spannendes Zitat von einem der führenden Goldanalysten, aber könnten wir auch ganz viele andere nehmen, der gesagt hat, der Dollar hat in den letzten Jahren fast seinen ganzen Wert verloren, in den letzten 100 Jahren fast seinen ganzen Wert verloren. Und das gilt mehr oder weniger für alle Fiat-Währungen. Bei der aktuellen Inflation halbiert sich der Geldwert der Fiat-Währungen in weniger als 10 Jahren. In weniger als 10 Jahren ist die Kaufkraft zur Hälfte weg oder mehr sogar bei der aktuellen 8% Inflation. Und der Punkt ist, Fiat-Währungen sind kurzfristig stabil. Die behalten von heute auf morgen und übermorgen ihren Wert. Und langfristig fallen sie garantiert. Und zwar erheblich. Ganz erheblich. Und Bitcoin, genau das Gegenteil, schwankt kurzfristig und gewinnt langfristig an Wert. Genau der Gegensatz. Und die kurzfristigen Schwankungen, das ist der ganz große Unterschied zur Fiat-Welt, weil das sind wir nicht gewohnt und das bringt uns durcheinander. Fiat eignet sich langfristig nicht als Store of Value. Ich arbeite, tausche meine Lebenszeit in Werte ein, die ich konsumiere oder ich für später aufheben will und die Inflation klaut mir die Werte, klaut mir meine Lebenszeit. Deswegen brauchen wir einen anderen Store of Value und ja, da gibt es Bitcoin. Warum? Weil Bitcoin ist limitiert. Aber es gibt ganz viele verschiedene Store of Values, die limitiert sind und allein Bitcoin hat eine ganze Reihe, zig Forks. Bitcoin ungefähr 400 Milliarden wert, amerikanische Billion, 400 Milliarden wert und dann der größte Fork, Bitcoin Cash, weniger als 1% wert. Und der Unterschied zwischen Bitcoin und Bitcoin Cash ist minimal. Im Prinzip ist es die Block Size. Bitcoin 1 Megabyte, Bitcoin Cash 2 Megabyte. Und sonst ist technologisch praktisch alles gleich. Und das gilt auch für die anderen Bitcoin-Forks. Und dann gibt es aber noch Litecoin und verschiedene andere, wirklich limitierte. Was ist denn wirklich der Unterschied? Warum ist der Wertunterschied so gigantisch? Alle Bitcoin-Forks weniger als 1% des Wertes, obwohl es doch eigentlich genau gleich ist. Der Unterschied ist das Netzwerk und die Netzwerkeffekte, die Bitcoin hat und alle anderen nicht. Und es ist super wichtig, diese Netzwerkeffekte zu verstehen. Und ich habe da mal ein ganz einfaches Beispiel mitgebracht, was das heißt. Und im Kern ist es Netzwerkeffekt, je mehr was akzeptiert wird, je mehr Leute eine Technologie nutzen, desto wertvoller wird die. Beispiel, wo es nicht so ist, der VW Golf. Ja, wenn ich jetzt alleine meinen Golf fahre, dann ist der für mich wertvoll. Und wenn jetzt 1000 andere auch den Golf haben, dann ändert sich der Wert für mich überhaupt nicht. Es ist immer noch genau das gleiche Auto, mit dem kann ich rumfahren, das verbraucht Benzin, das ist verlässlich. Es gibt Skaleneffekte, wenn ganz viele den Golf nutzen, dann kann VW günstiger einkaufen, günstiger produzieren, dann wird der vielleicht billiger, aber der Nutzen bleibt gleich, genau gleich. Und da gibt es andere Produkte, andere Technologien, wo das nicht so ist. Wo mit der Anzahl der Nutzer der Wert, obwohl sich nichts verändert, hochgeht. Zum Beispiel ein Telekommunikationsnetzwerk. Ich bin der erste WhatsApp-User, WhatsApp ist komplett wertlos für mich.
dann kommt noch einer dazu, dann habe ich eine Person, mit der ich kommunizieren kann, sehr beschränkter Nutzen. Und dann kommen ganz viele dazu und dann wird es richtig nützlich. Und es gibt zwei Varianten, einmal wo der Nutzen immer weiter ansteigt und einmal wo der Nutzen abflacht, ja, wo er dann doch irgendwann nicht mehr weiter steigt. Und man unterscheidet zwei Effekte, direkte und indirekte Netzwerkeffekte. Die direkten sind genau die, Telekommunikationsnetzwerk. Ich brauche direkt andere Leute, damit ich überhaupt die Technologie, das Produkt nutzen kann. Und indirekte Effekte sind zum Beispiel komplementäre Produkte. Ja, das berühmte Henne-Ei-Problem. Ich bin Nutzer von Microsoft Windows und wenn es keine Programme gibt, dann ist es total nutzlos. Und je mehr Leute Windows nutzen, desto eher gibt es Programme, die man dafür verwenden kann. Und dann wird Windows immer nützlicher. Oder ich gehe auf eBay, bin der erste Kunde, gibt kein Angebot, ist nutzlos. Je mehr Kunden dazukommen, desto mehr Angebote. Ich brauche sozusagen dieses Henne-Ei-Problem, ich brauche was anderes noch dazu und dann wird es erst richtig nützlich. Und ihr kennt ganz viele Beispiele, die berühmte Plattformökonomie, soziale Netzwerke, eBay und ich zeige nochmal ein paar Beispiele. Und was ganz, ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, wie können diese Netzwerkeffekte wirken? Der First Mover, zum Beispiel Bitcoin, oder Windows oder eBay, der kommt daher mit einer Lösung, mit einer Technologie und die hatten irgendeinen Nutzen. Und plötzlich fangen an, ganz viele diese Technologie zu akzeptieren, zu nutzen und dann entstehen diese Netzwerkeffekte, ja, die Plattformökonomie, Henne-Ei-Problem, Flywheel wird auch gesagt. Und dann ist der Nutzen da. Jetzt kommt was Neues. Und diese neue Technologie ist vielleicht besser, hat einen höheren Technologienutzen, aber ein kleines Netzwerk. Und der Gesamtnutzen ist niedriger. Und dann kann es passieren, dass sich diese neue Technologie gar nicht durchsetzen kann. Ja, die alte bleibt am Ende alleine da, weil alle sagen, ja, da gibt es ja viel mehr Nutzer, in Summe ist die etablierte Technologie viel nützlicher. Und das kann dazu führen, dass sich am Ende nur eine oder vielleicht zwei ganz, ganz wenige Technologien durchsetzen. Ja, das ist der sogenannte de facto Standard oder Winner takes it all Märkte. Ja, es gibt einfach nur einen Gewinner, vielleicht nochmal irgendwie einen zweiten und that's it. Und die Beispiele, die kennt ihr, ein paar hatte ich erwähnt. Und wir schauen nochmal in den Computerbereich, in den PC-Bereich. Da gibt es Windows mit einem Marktanteil von über 90%. Und Apple und vielleicht so ein bisschen Linux, aber Windows mit weit über 90%, Monopolist, de facto Standard. Und Apple wäre fast pleite gegangen. In den 90er wurde gerettet von Microsoft durch ein Investment, weil die nicht wirklich Monopolist werden wollten, weil sie gesagt haben, es ist gut, wenn da noch jemand da ist, sonst werden wir vielleicht zerschlagen. Im PC-Bereich klarer Standard. Jetzt gibt es die Smartphones, ein PC in der Hosentasche und da hat sich was anderes ergeben. Android 80%, iOS 20% und alles andere weg. Windows weg, Symbian weg, Palm, Psion, die proprietären Systeme, alle weg. Haben sich zwei durchgesetzt, gab mal ganz viele, zwei sind übrig geblieben. Und dann gibt es im Computerbereich Großrechner und Linux. Das heißt, in der Computerwelt gibt es nicht einen einzigen Standard, sondern in verschiedenen Segmenten unterschiedliche Standards. Deswegen glaube ich, dass Bitcoin nicht der einzige Coin bleiben wird und alles andere wird verschwinden, sondern es könnte durchaus noch andere Segmente geben in Smart Contract, in anderen Bereichen, wo sich dann ähnlich wie hier in diesem Bild weitere Standards etablieren. So, und das nächste Bild ist ganz wichtig. Bitcoin ist ein Netzwerk. Sehr, sehr vergleichbar mit dem Internet. Wir hatten ja die Analogie gesehen, die Anzahl der Internet-User, die Anzahl der Bitcoin-Wallets, sehr, sehr vergleichbar. Und in diesem Netzwerk gibt es vermutlich ganz viele Netzwerkeffekte. Und der Unterschied zum TCP-IP-Protokoll des Internets ist, dass es eben diesen Token, die Currency gibt, wo man an dem Wert des Netzwerks
partizipieren kann. Ja, die Bitcoin reflektieren den Wert des Netzwerks. Und auf dem Internet sind ganz, ganz viele Häuser gebaut worden, die groß gewachsen sind, Facebook, Amazon, ganz, ganz viele. Und auf dem Bitcoin-Netzwerk sind die ersten kleinen Häuschen gebaut worden. Coinbase, Bitpanda, da gibt es das Lightning-Netzwerk obendrauf. Mit Taro haben wir gestern gesehen, einer coolen Anwendung, die das Netzwerk nutzt. Und der Trend ist, dass da ähnlich groß, die Perspektive ist, dass da ähnlich große Häuser drauf wachsen werden wie im Internet. Und weil es ein Netzwerk ist, ein Blick auf die Netzwerkeffekte. Und ich lese jetzt nicht alle Punkte vor. Auf dem Slide sehen wir ganz, ganz viele Netzwerkeffekte. Direkte Netzwerkeffekte, ganz viele. Je mehr User, je mehr Leute Bitcoin haben, ja, desto eher werden andere reingezogen, desto eher kann man anderen das erklären. Indirekte Netzwerkeffekte, je mehr User, desto mehr Konferenzen. Je mehr Konferenzen, desto mehr User. Mehr Wallets, mehr Miner. Eine ganz lange Liste von Netzwerkeffekten. Und dann auch nochmal ein weiterer Netzwerkeffekt, Netzwerke auf dem Bitcoin-Netzwerk, zum Beispiel das Lightning-Netzwerk. Und wenn wir uns ein paar Statistiken ansehen, dann scheint die Adoption klar nach oben zu gehen. Die Anzahl der Bitcoin-Adressen mit einer Non-Zero-Balance. Wir sehen hier die Hashrate, aktuell wieder All-Time-High. Ja, also dieses Netzwerk, die Miner, kommen rein, machen das Netzwerk sicherer. Starke Adoption oder auch, und das haben wir gestern auch gehört, die Kapazität im Lightning-Netzwerk auch auf Rekord hoch. Also wir sehen da eine sehr, sehr positive Dynamik in der Adoption. Und das nächste Slide ist das entscheidende Slide. Wir schauen nochmal genau an, wie manche, gar nicht alle, dieser Netzwerkeffekte wirken. Was passiert da? Retail-Adoption. Einer hat Bitcoin, erzählt seinem Nachbarn, hey, Bitcoin ist cool, kauft doch auch. Der kauft auch und gegenseitig beflügeln sie sich und es spricht sich rum. Und ganz, ganz, ganz viele hier haben ja schon viele Freunde, Nachbarn, Bekannte, Kollegen, Kolleginnen Orange gepillt. Aber es geht weiter. Je mehr Nutzer es gibt, desto mehr Produkte gibt es, wo Bitcoin integriert ist. Payback-Schemes, Kreditkarten, Börsen. Bitcoin wird immer weiter integriert. Akzeptanzstellen im Retail. Positiver Effekt, je mehr es integriert wird, desto nützlicher wird es, desto mehr Nutzer kann es geben. Gelddruckerei, ja, haben wir gesehen, wird ganz viel Geld gedruckt, Geld entwertet, je mehr Geld gedruckt wird, zack, desto mehr Nutzer. Informationen, so Veranstaltungen wie hier, die YouTube-Channels, die Podcasts, je mehr Leute es gibt, desto mehr Informationen gibt es, je mehr Informationen gibt, desto mehr Leute finden den Weg ins Netzwerk. Preis, Handelsvolumen, Preis natürlich als sehr positiver Signal. Und ihr seht hier jetzt schon vier kleine Regelkreise, die sich so gegenseitig befeuern. Das ist die Retail-Seite. Es gibt natürlich dann auch die Corporate-Seite. Ja, haben wir gestern gehört, welche Gründe es geben kann, warum Corporates Bitcoin akzeptieren sollten. Die Hashrate macht sicherer. Wenn es sicherer ist, dann fühlen sich die Corporates, die da auch Verantwortung tragen für fremdes Vermögen, wohler. Dann gibt es vielleicht ein bisschen mehr Regulierung, User-Friendliness. Und auch hier sehen wir verschiedene Anwendungsfälle, die wir gesehen haben, die sich auch wieder gegenseitig bestärken. Und je mehr Corporates es gibt, dann hat es einen Effekt auf den Preis. Der Preis wirkt vielleicht positiv auf die Retail-Adoption. Die Corporates und Retail befeuern sich gegenseitig. Die Regelkreise unterstützen sich gegenseitig. Ja, Regulierung kann sehr positiv sein, wenn ich die Sicherheit habe als Geschäftsführer, dass ich keinen Fehler mache, dass ich mich nicht strafbar mache. Zack, haben wir die erste Bank, Volksbank Bayern Mitte, die tief reingeht als erste Bank in Deutschland in die Bitcoin-Ökonomie. User-Friendliness wirkt natürlich auf beiden Seiten, Corporate und Retail. Use Cases, ja, verschiedene Anwendungen. Und es gibt noch einen dritten großen Bereich, nämlich Government Adoption. Staaten und aber auch Zentralbanken. Je mehr Corporates, je mehr Leute, Einzelpersonen Bitcoin akzeptieren, desto eher werden die Staaten, wir haben gesehen, vor allem ja El Salvador, Zentralafrikanische Republik, darauf aufmerksam und wollen das auch ihren Bürgerinnen und Bürgern bieten.
Und ähnlich, haben wir noch nicht viel gesehen, aber wer weiß, auch Zentralbanken. Und diese Regelkreise, und das muss man sich richtig vorstellen, diese Kraft, die wir auf diesem Bild sehen, lauter kleine Regelkreise, die sich die ganze Zeit gegenseitig positiv befeuern können. Das Dumme an diesen Regelkreisen, die können auch mal den Rückwärtsgang einschlagen. Das haben wir gesehen, gibt eine lokale Bubble, wenn die Leute nur kaufen, weil der Preis steigt, dann befeuert sie es, dann irgendwann geht der Preis vielleicht mal ein bisschen runter und dann tritt es den Rückwärtsgang ein, die Leute verkaufen, weil der Preis fällt und dann tritt dieser kleine Regelkreis den Rückwärtsgang ein. Oder bei den Minern, letztes Jahr, China schmeißt die ganzen Miner raus, die Security geht runter, die Unsicherheit geht hoch und Leute verkaufen. Also die gehen nicht nur positiv in die Richtung, die können auch so ein bisschen in den Rückwärtsgang eintreten, aber nicht alle gleichzeitig, nur so ein paar. Und das macht aber nichts, weil es immer noch ganz viele andere Regelkreise gibt, die nach vorne ziehen, die die Adoption, den Nutzen weiter unterstützen. Ich habe hier mal zusammengefasst, auf dem nächsten Slide. Nächstes Slide. Nächstes Slide. Wo ist mein nächstes Slide? Ja, ich habe hier nochmal zusammengefasst, was ist passiert. Vor einem Jahr waren wir bei 50.000, jetzt sind wir bei 20.000. Wie passt es zu diesen Regelkreisen? Ja, dummerweise haben sich einige Regelkreise, nur einige, ein bisschen den Rückwärtsgang eingelegt. Money Printing geht zurück ein bisschen, also weniger stark, Zinsen gehen hoch, Quantitative Tightening, die Zentralbanken verringern ihre Bilanzen, ziehen Geld aus dem Markt raus, ganz klar. Retail Adoption, ein bisschen zurückgegangen, hängt direkt am Preis. Ja, die nur reingegangen sind, weil der Preis hoch ist, ohne dass sie es verstehen, sind halt auch wieder rausgegangen. Ja, ganz klar zu sehen, Handelsvolumina, Börsen und YouTube-Channel-Besucher, ganz klare Indikatoren. Trading-Volumen geht zurück, ein bisschen blöd. Wir hatten heute Morgen beim Frühstück, der Julian von Relay hat gesagt, ja, Trading-Volumen geht zurück, ist natürlich nicht so toll. Regulierung, ja, Europa, so ein bisschen kritisch, klar, kann auch ein bisschen negativen Impact haben und vielleicht noch ein paar mehr. Und dieses Bild zeigt, ja, es gibt negative Effekte, die sorgen dafür, dass der Preis so ein bisschen runtergeht, aber die anderen Regelkreise funktionieren immer noch sehr positiv. Die Konferenz, beste Beispiel, größte Konferenz in Europa, andere Konferenzen genauso. Das heißt, dieser Schwung, Content, ich lerne, ich habe positive Ideen, ich entwickle mich weiter als Ökosystem, das funktioniert natürlich noch weiter. Und was wir sehen, ist ganz starke Faktoren, die Bitcoin-Adoption weiter treiben werden, unabhängig von diesen kurzfristigen Schwankungen. Drei Parteien, Unternehmen, Notenbanken und Individuen, für die gilt, die haben alle gemeinsame Faktoren, das sind die im gelben Kasten, nicht konfiszierbares Asset. Man weiß nicht, was passiert. Und es kann halt sein, dass die Bank, warum auch immer, mir den Zugang zu meinem Konto verweigert. Oder dass irgendjemand anderes sagt, du kommst nicht mehr an dein Geld ran. Oder ich nehme es dir einfach weg. Ist historisch schon passiert. Venezuela wollte sein Gold aus London holen, liegt halt da. Bei uns liegt das halbe Gold auch im Ausland. Und London hat gesagt, ja, ich glaube nicht, dass du die legitime Regierung bist, du kriegst es nicht. Ja, bei Bitcoin wäre das anders. Ich habe den Private Key, kann mir keiner verbieten, den Zugang darauf zu bekommen. Langfristiger Schutz vor Inflation. Wir wissen ziemlich sicher, dass die Zinsen zwar steigen, aber nicht so weit steigen werden, wie es notwendig wäre, um die Inflation einzudämmen. Die Inflation wird vielleicht wieder ein bisschen zurückgehen, aber nie wirklich runtergehen auf die 2% oder sogar noch niedriger, sondern wird vielleicht auf einem Niveau bleiben, wo tatsächlich immer noch in 10 Jahren das Geld halbiert wird. Und das gilt für alle, die Geld halten. Das gilt genauso für die Notenbanken, die ihre ganzen die Reserven in Fiat halten, fast die ganzen, was natürlich entwertet wird. Deutschland, Tage 2 Salden, 1200 Milliarden, wird nicht verzinst und jeden Tag weginflationiert. Hohe Liquidität. Mit Bitcoin habe ich die Möglichkeit, rund um die Uhr zu handeln, an, wenn ich es wirklich mal brauche, an Geld zu kommen. Ja, und wenn ich Aktien habe, dann ist es ziemlich eingeschränkt, meine Handelsmöglichkeiten. Und natürlich Sicherheit vor Darlehen. Und das gilt für alle. Ja, auch als Notenbank, wenn ich mal Geld brauche, dann habe ich halt eine Sicherheit und kriege vielleicht von einer anderen Notenbank einen Kredit. Und dann gibt es noch ein paar spezifische Faktoren. Ich gehe da jetzt nicht durch alle durch. Wir haben es gesehen, bei etablierten Unternehmen
Aus meiner Sicht der ganz zentrale Punkt, wenn ich Bitcoin integriere, kann ich einen positiven Impact in mein Business haben. Mein Business läuft besser. Ja, ich verkaufe mehr, ich kriege bessere Leute im Recruiting, verschiedene andere Faktoren. Und das ist ein sehr, sehr guter Grund. Ich möchte mein Business stärker machen. Ich will besser werden, profitabler werden, mich gegen Krisen wappnen und dann integriere ich Bitcoin ein Stück in mein Business und dann wird mein Business stärker. Bei Notenbanken sehr, sehr ähnlich. Ja, ich habe halt ein Asset und deswegen halten die Notenbanken heute noch Gold. Ja, ich habe ein Asset, wo ich unabhängig bin von den anderen Notenbanken. Es war jetzt kein gutes Beispiel in dem Kontext, weil es sehr negativ ist und vielleicht auch zu Recht passiert ist, aber trotzdem, Russland hat halt gesehen, 600 Milliarden Devisenreserven können von einem Moment auf den anderen abgeschaltet werden. Sicher auch richtig, weil das ziemlich blöd ist, was die da machen, aber trotzdem, die Notenbanken, die alle anderen haben gesehen, naja, wenn ich jetzt irgendwas mache, was irgendjemand nicht passt, zack, vielleicht verliere ich alle meine Devisenreserven. Und es muss ja nicht so schlimm sein, super mega schlimm, was Russland macht. Aber vielleicht auch wegen was weniger schlimm, zack, ist mein Geld weg. Spieltheorie, Notenbanken, Early Adopter, die erste, die anfängt, kauft zu einem Kurs ein und wenn das transparent wird, busch, explodiert der Preis. Wir haben jetzt im Rahmen der Konferenz darüber geredet, könnte eine Notenbank 1 Million Bitcoin kaufen, nur 20 Milliarden, ja, wäre relativ leicht für viele Notenbanken darzustellen, wäre schwer, weil dann doch irgendwie die Liquidität im Markt in dem Maße gar nicht so gegeben ist. Die Verfügbarkeit von 1 Million Bitcoin vielleicht. Wenn das aber mal passiert ist, sagen wir mal, die erste Notenbank schafft es, dann sagen die anderen Notenbanken, vielleicht sollten wir auch 1 Million kaufen. Nicht mehr möglich. Einfach gar nicht mehr so viel da. Und wenn man sich das durchdenkt, dann ist klar, die erste Notenbank, die hat die Chance, noch 1 Million Bitcoin zu kaufen. Zu einem sehr vernünftigen Preis, sehr günstigen Preis. Die zweite schon nicht mehr und dann denkt die zweite, naja, vielleicht fange ich ja lieber an. Also die Spieltheorie, die sagt, der Erste, der anfängt, ist am besten dran. Und natürlich volle Kontrolle über das Reserve Asset. Individuen, genau das Gleiche. Ja, ich würde jedem empfehlen, einen Teil des Vermögens, 1%, 2%, 5%, einfach aus dem System rauszuholen. Wer weiß, was passiert. Allein das ist schon Grund genug. Ihr kennt alle anderen Gründe. Und was heißt das? Wir haben eine hohe Inflation, die geht nicht weg. Wir haben ein inflationssicheres Asset, was heute schon, Bitcoin ist heute schon der dominante Standard in der Kryptowelt für Store of Value. Es gibt nichts anderes. Der Bitcoin-Anteil ist 99%, 98%. Das Rennen ist gelaufen. So, die spannende Frage ist, was passiert in der Welt außerhalb der Kryptowelt? Jemand, der seine Lebensversicherung ausgezahlt bekommt, der was erbt, der vielleicht mal einen dicken Bonus kriegt, der plötzlich viel Geld auf dem Konto hat, 50.000, der sagt, oh, ich muss es anlegen, ich will eigentlich gar nicht anlegen, weil ich kenne mich gar nicht aus, ich will mir die Arbeit nicht machen, ich will eigentlich nur, dass mein Geld an Wert erhalten bleibt. Was machen die Leute? Die kaufen Immobilien, die kaufen Aktien, kaufen Anleihen und genau, hier nochmal ein Blick, Notenbanken, Blockchain hat gesagt, können kaufen. So, und es gibt ganz große Assetklassen, die zum Teil nur als Store of Value benutzt werden. Aktien, Anleihen, Immobilien, Gold. Bitcoin, super mini klein. So, und was jetzt passieren kann, aus meiner Sicht passieren wird, Bitcoin ist das Standard Store of Value in der Kryptowelt. Da gibt es noch eine riesige Welt außerhalb der Kryptowelt. Und durch diese Dynamik, durch die Netzwerkeffekte, durch den steigenden Nutzen, durch die verschiedenen Parteien, die wir gerade gesehen haben, meiner Ansicht nach wird es passieren, dass die Store-of-Value-Funktion der anderen Asset-Klassen rüberschwappt in Bitcoin. Aus allen. Und das bedeutet, dass Bitcoin heute 400 Milliarden, 0,4 amerikanische Trillionen, wenn diese Teile rüberschwappen, sehr, sehr viel größer wird und zwar nur als Store of Value, in dieser Funktion Store of Value und die anderen Asset-Klassen verlieren. Das ist ein Prozess, der geht nicht linear, der geht auch nicht schnell. Ja, Ioma hat es ja gerade sehr, sehr gut gesagt, das geht eigentlich schon ziemlich schnell, aber wird eben noch eine Weile dauern. Und am Ende bedeutet es, dass Bitcoin, wenn dieser Prozess in 10, 20 Jahren am Laufen oder vielleicht sogar abgeschlossen ist, in gigantische Dimensionen vorstoßen wird, weil eben die Store of Value Funktion übernommen wird von den anderen traditionellen Asset-Klassen.
Und deswegen glaube ich, dass Bitcoin nicht nur in der Kryptowelt, sondern auch in der Non-Kryptowelt, in unserer gesamten Welt, der Standard für mindestens Store of Value wird, mit den entsprechenden Konsequenzen für den Wert. Dankeschön.